testen. Soll ich es mal aufsetzen, jetzt übers Display? Oh mein Gott, ihr lacht euch jetzt wahrscheinlich voll ein ab, oder? Gott, sieht das scheiße aus. Ja, okay, sieht ein bisschen affig aus, egal. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es einen Tag für euch geben. Und zwar wurde ich getaggt von meiner liebsten Mayra. Tausend Küsse an dich. Sie hat einen neuen Tag erfunden, der richtig klasse ist. Und zwar sind es die Must-Haves im Herbst. Allerdings liegt die Schwierigkeit darin, dass man nur 6 Produkte zeigen darf in einer Farbnuance. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Vielleicht ist eine kleine Inspiration für euch dabei. Da wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Video. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Da tagge ich nämlich noch ein paar ganz, ganz tolle Mädels. Es sind sogar ein paar dabei, die ich neu gefunden habe auf YouTube. Die liebe Mayra hat nämlich unsere YouTube-Gang, unsere WhatsApp-Gruppe, schon getaggt, die ganzen Mädels. Also sprich die Tara, die Steffi, die Göste, die Kim und die Sandy. Und ja, sie ist natürlich auch mit in der Gruppe. Und deshalb konnte ich die Mädels nicht taggen. Aber ich verlinke euch sehr, sehr gerne mal ihre Videos unten in die Infobox. Da könnt ihr mal schauen, für welche Farben sich meine Mädels entschieden haben. Und wenn es euch interessiert, welche Farbe ich ganz, ganz toll im Herbst finde, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. So, wir legen mal los. Für welchen Farbton habe ich mich denn entschieden? Natürlich für bärige Farben. Vielleicht habt ihr es euch auch schon gedacht, wegen meinem Lippenstift, den ich heute trage. Im Moment ist es so, dass ich ohne den wirklich gar nicht mehr aus dem Haus gehe. Mir ist es ganz stark auch auf Instagram aufgefallen, wenn ich Bilder poste von meinen Outfits. Dann sieht man immer ganz, ganz stark den Lippenstift. Und ja, das ist halt mein Liebster im Moment. Den trage ich fast ausschließlich. Ich habe natürlich auch noch Alternativen. Aber der hier ist wirklich mein Must-Have im Herbst. Das ist der Rebel oder Rebel, wie auch immer. Ich swatch euch den mal hier und ihr seht schon, es ist ein richtig schöner, bäriger Ton. In der Kamera kommt er ein bisschen rötlicher rüber. Aber er hat einen sehr starken Blaustich. Also hat einen Blauanteil sozusagen. Also einen Unterton. Was natürlich kein Blau ist, aber er ist halt sehr, sehr dunkel und mir gefällt er halt wahnsinnig gut. Den trage ich wirklich ständig. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, so viel Geld für einen Lippenstift möchte ich eigentlich nicht ausgeben, dann habe ich eine Alternative für euch. Und zwar trage ich den hier auch super gerne. Das ist von Maybelline. Color Drama, und zwar ist es die Farbe 310 Berry Matte. Und ja, ich lüge nicht, ihr seht schon, ich müsste den mal wieder spitzen, hätte ich mal fürs Video machen können, aber daran erkennt ihr, dass ich den einfach wirklich ultra oft trage. Und der ist nochmal ein Tick dunkler, also da sieht man jetzt hier meiner Meinung nach ein bisschen einen Pink-Anteil bei dem Rebel, was natürlich kein Pink ist, aber jetzt im Gegensatz zu dem hier, der hat halt mehr Braunanteil. Und den trage ich mir einfach auf und in der Mitte mache ich mir dann Lipgloss drauf, so ein bisschen, damit es schön glänzt und schimmert und damit meine Lippen nicht austrocknen. Aber das wäre so ein Alternativprodukt, ich meine, der würde um die 6 Euro kosten in der Drogerie. Und die MAC-Lippenstifte, die kosten ja um die 20 Euro leider. Aber ja, so viel erstmal zu meinem Lippenstift. Wir machen mal mit den Augen weiter. Und zwar verwende ich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr oft meine Too Faced Chocolate Bar. Habe ich euch auch schon in verschiedenen Tutorials gezeigt. Es sind wunderschöne Farbtöne mit drin. Natürlich fürs ganze Jahr, ist ja klar, logisch. Aber ich habe zwei Lieblingsfarbtöne. Und zwar zum einen diesen hier. Ich blende euch den mal in Nahaufnahme ein. Der nennt sich Cherry Cordial. Und es ist so ein richtig schöner, bäriger Farbton. Und hier oben haben wir noch Black Forest Trüffel. Und ja, diese zwei Farbtöne mag ich total gerne. Entweder den einen oder den anderen. Ich mache das dann so, dass ich mir das gerade ins äußere V mache. Quasi entweder nur dezent, um ein bisschen ja, ein Highlight zu setzen. Oder eben dann für abends ein bisschen mehr. Ja, damit es eben ein bisschen dramatischer aussieht. Aber meine Chocolate Bar würde ich nie wieder hergeben. Das war eine Investition, die hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also die verwende ich so, so oft und ich liebe die über alles. Und natürlich jetzt im Herbst besonders. Als Alternativprodukt habe ich noch was. Und zwar von MAC, ein Pigment, das ich auch total liebe und jetzt im Sommer natürlich total vernachlässigt habe. Ich blende euch den Namen ein, weil ich das nicht aussprechen kann. Das ist auch so ein richtig schöner, bäriger Farbton und den habe ich jetzt auch in letzter Zeit öfters mal verwendet, für besondere Anlässe natürlich nur, um ja, mir ein schönes Armband zu zaubern. Liebe ich auch total.
So, und jetzt kommen wir natürlich zu meinem allerliebsten Lieblingsthema, Nagellack. Klar, logisch, habt ihr euch schon gedacht, oder? Das durfte in diesem Video auf gar keinen Fall fehlen. Ich trage ihn natürlich heute auch auf meinen Nägeln. Es ist im Moment so, dass ich den abmache und dann auch sofort wieder auftrage. Ihr habt es auf Instagram schon gesehen, ihr fandet den alle ganz, ganz toll. Ich habe versucht, euch Bilder zu machen, beziehungsweise euch die Farbe so richtig schön einzufangen, was echt schwierig ist. Also der jongiert halt so richtig schön im Licht, der hat mehrere Farben, ganz viele verschiedene. Wenn man den aufträgt, meint man, dass ein blauer Unterton ist und eigentlich stehe ich gar nicht so arg auf blau, aber im Grunde ist es ein sehr, sehr bäriger Ton. Er hat einen goldenen Schimmer noch mit dabei und er ist einfach ein Traum. Ich liebe den über alles. Den habe ich mir wieder rausgeholt. Also ich sortiere ja immer so aus nach Jahreszeiten, das wisst ihr ja. Und ich war dann ganz glücklich, als ich den wieder entdeckt habe, weil ich mir den letztes Jahr eben gekauft habe bei Müller. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ich ihn wieder habe. Also er ist von Sally Hansen, ihr habt es ja schon entdeckt. Er nennt sich Bell of the Ball 641 und ich liebe den über alles. Ich kann euch da jetzt auch nochmal Bilder einblenden, damit ihr es besser sehen könnt. Und ich mag den total. Das ist mein liebster Nagellack. Und es kommt eher selten vor, dass ich mir Nagellack abmache und denselben wieder drauf mache, weil ich habe echt viel Nagellack. Da hinten seht ihr wahrscheinlich auch mein Essence-Regal, oder? Ja, es liegt da auf dem Boden. Mein Mann hat es immer noch nicht geschafft, es aufzuhängen, aber ich habe echt viel Nagellack. Jeder, der mich kennt, der weiß das auch. Und trotzdem verwende ich den ständig, ne? Ich mag den total gerne. Ja, den musste ich euch natürlich zeigen, der durfte in diesem Video nicht fehlen. So, meine Lieben, wenn ihr jetzt natürlich sagt, Mensch, die Farbe, die ist mir viel zu kräftig, also ich traue mich nicht, so einen Lippenstift zu tragen oder so einen Nagellack auf die Nägel zu lackieren, dann ist es natürlich für mich auch so, dass sich mein Kleidungsstil im Herbst verändert, ist ja klar, logisch. Und da habe ich jetzt mal stellvertretend einfach diese Jacke hier mitgenommen. Die habe ich euch schon in meinem Haul gezeigt. Die hatte ich mir bei Bershka gekauft. Die habe ich gestern tatsächlich erst das erste Mal angehabt, weil es einfach vom Wetter her gar nicht gepasst hat. Aber ich fand die sehr, sehr bequem und sehr schick. Ich wurde tatsächlich gestern auch angesprochen, woher ich die denn habe. Mit diesen Fransen, das ist halt jetzt im Moment sowieso total modern. Und die Farbe ist halt, ja, einfach total meins. Habt ihr ja vielleicht schon gemerkt. Und ich habe mir tatsächlich sogar so ein Beanie gekauft. Beanie heißen die, oder? Also ich sehe ja immer so ultra affig mit so Mützen aus, ne? Eigentlich steht mir sowas, glaube ich, nicht. Ich habe absolut kein Mützengesicht. Aber ich wollte es halt unbedingt mal austesten. Soll ich es mal aufsetzen jetzt übers Display? Oh mein Gott, ihr lacht euch jetzt wahrscheinlich voll einen ab, oder? Gott, sieht das scheiße aus. Ja, okay, sieht ein bisschen affig aus, egal. So bin ich halt. So, dann darf natürlich auch ein Schal nicht fehlen. Da habe ich diesen hier mitgebracht. Meinen kuscheligen Schal vom Mango habe ich den. Den habe ich mir letztes Jahr gekauft. Also wir machen mal die Mütze runter, wartet. Oh Gott, jetzt sehe ich wahrscheinlich total übel aus. Ist egal, ich hoffe, ihr seid noch dran. Also, wir machen uns jetzt mal den Schal zusammen drum. Oh, der ist so kuschelig. Ich liebe den total. Braucht man natürlich jetzt voll die Technik hier. Das sieht jetzt übers Display natürlich voll hohl aus. Meine Haare müssen raus. Egal, auf jeden Fall wollte ich euch ja nur den Farbton hier zeigen. Schals dürfen natürlich im Herbst nicht fehlen. Ein absolutes Must-Have. Und dann darf natürlich diese Farbe auch nicht in meinem Schuhschrank fehlen. Diese Schuhe hier, die habe ich euch schon in meinem Fashion Haul gezeigt. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, den verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Ich mag die total gerne, einfach mit einer schwarzen Röhrenjeans zum Beispiel, ein schönes Oberteil. Und dann ist mein Herbsttag quasi gerettet sozusagen, wenn man es jetzt mal übertrieben sagt. Nee, also ich mag die wirklich sehr, sehr gerne und die durften nicht in meinem Schuhschrank fehlen. Dann wollte ich euch noch einen Blush zeigen und zwar diesen hier von Milani. Den hatte ich euch schon mal in meinem Haul gezeigt. Und zwar nennt er sich Red Vino, die 09. Und der ist halt echt ziemlich heftig. Also da muss man auch total aufpassen, wenn man den aufträgt. Der ist halt sehr, sehr dunkel, sehr gut pigmentiert. Ich mag ihn sehr gerne, nur ist es bei dem hier so, dass ich den zum Beispiel nie in Kombi mit dem Rebel tragen würde, weil mir das einfach zu heftig dann ist, ne? Das ist mir dann einfach zu viel in meinem Gesicht. Wenn ich diesen Blush hier trage, dann habe ich einfach nur einen hellen Lipgloss drauf oder nudefarbenen Lippenstift, dann bin ich schon sehr zufrieden. Heute trage ich meinen Max Factor Blush, den ich euch auch schon gezeigt habe, und zwar ist es die 15 Seduktiv Pink. Ja, Pink und ich und so, ne? Also es ist dieser hier, den mag ich auch sehr gerne, jetzt gerade für den Herbst, genau richtig, nicht zu pink, nicht zu sommerlich sozusagen, sondern genau richtig für den Herbst.
So, meine Lieben, das waren meine Must-Haves im Herbst in eine Farben-Wars-Richtung sozusagen. Natürlich gibt es ganz, ganz viele schöne Farben, auch Brauntöne mag ich sehr gerne. Es gibt auch noch andere Produkte, die für mich natürlich im Herbst eine große Rolle spielen. Zum Beispiel für die Badewanne oder Duftkerzen. Produkte einfach für die Haare, da habe ich jetzt in dem Farbton natürlich nichts gefunden. Haare sind ja ultra wichtig für mich, das wisst ihr ja. Oder natürlich für die Gesichtspflege, einfach Produkte, die die Haut jetzt noch mehr an Feuchtigkeit zum Beispiel nähren sozusagen. Das ist sehr, sehr wichtig eben wegen der Heizungsluft und so weiter jetzt im Herbst. Aber die Vorgabe war ja 6 Produkte in einer Farbnuance. Ich habe euch jetzt aus den Kategorien eben Alternativen gezeigt. Ich bin halt jetzt so ein bisschen aus der Reihe getanzt sozusagen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und jetzt tagge ich natürlich noch die Mädels, wie versprochen. Ich bin schon total aufgeregt und zwar möchte ich zum einen taggen die liebe Fulia. Sie habe ich kennengelernt beim L'Oreal Event und ich sag's euch, ich bin so eine Verpeilte. Wirklich, also immer wenn sie geredet hat, habe ich mir gedacht, Mensch, die Stimme, die kennst du doch irgendwo her, ne? Und sie war so herzlich und aufgeschlossen. Wir haben uns über alles Mögliche unterhalten. Wir haben uns umarmt und es war, als würde ich sie schon ewig kennen, wirklich. Und dann hat sich irgendwann im Laufe des Tages herausgestellt, dass sie die Schwester von Ebro ist. Und ich so, oh Mann, ja, volles Fettnäpfchen, ne? Ja gut, also bin ich halt. Aber ich bin dadurch natürlich total unvoreingenommen da rangegangen und sie hat mich herzlich aufgenommen. Sie hat überhaupt keine Allüren sozusagen gehabt und ich mag sie super gerne. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn sie diesen Tag mitmacht. Dann würde ich natürlich meine liebste Lieblings-Maria taggen. Sie ist schuld, dass ich heute so fertig aussehe, denn wir haben uns gestern Abend oder heute Nacht die Nacht um die Ohren geschlagen sozusagen. Sie ist schuld, sie hat mich wachgehalten. Also liebe Maria, mein Schatz, wenn du diesen Tag mitmachst, würde ich mich natürlich auch freuen. Dann würde ich die liebe Sintu taggen, die habe ich auch schon persönlich getroffen, auch eine wunderschöne Frau. Die liebe Senne Beauty habe ich auch schon persönlich getroffen, auch eine ganz, ganz liebe. Dann möchte ich taggen die liebe La Sophie, eine zuckersüße Maus. Freue mich natürlich, wenn du auch mitmachst. Und zu guter Letzt, und jetzt kommt's, ich bin echt total verpeilt, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Und zwar hat die liebe Tara, mein Schatz Tara, ein Video gemacht, in dem sie mehrere YouTuberinnen vorgestellt hat. Da war auch ich dabei unter anderem und auch ganz viele andere Mädels. Und ja, wie gesagt, ich bin halt verpeilt. Auf jeden Fall, in den letzten Wochen habe ich eine YouTuberin neu entdeckt und ich dachte mir noch so, Mensch, die kennst du doch irgendwoher, ne? Die kommt dir irgendwie bekannt vor. Und dann hat sich herausgestellt, dass es eben die Frau war, die Tara schon vorgestellt hatte. Also ich spreche gerade von der lieben Nina. Ich bin total verliebt in sie. Irgendwie stalke ich sie voll auf Snapchat und ich muss alles Mögliche von ihr sehen, weil sie bildschön ist. Ich mag ihre Aussprache. Ich mag einfach, wie sie ist, ihren Lifestyle und ihre Fashion mag ich total und deshalb würde ich sie auch super gerne taggen. Falls ihr diese Mädels alle noch nicht kennt, Links sind natürlich unten in der Infobox, schaut vorbei, falls ihr noch wunderschöne Mädels kennenlernen wollt. Und ansonsten war es das jetzt von meinem Video, meine Lieben. Vielleicht war eine kleine Inspiration dabei, da würde ich mich natürlich total freuen. Lasst es euch gut gehen, ich muss jetzt auf die Arbeit. Aber ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, meine Lieben. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!